Herzlich willkommen zurück zur Cocktail Challenge mit Chefskulinar und meiner Wenigkeit. Ich bin Johnny. Ihr kennt mich vielleicht von den anderen Videos. Wenn nicht, dann solltet ihr ganz schnell zurückgehen, die mal noch anschauen. Das hier ist nämlich Season 2, wie man so schön sagt. Wir gehen heute so ein bisschen auf alkoholfreie Cocktails. Wenn euch die Videos gefallen, die wir machen, dann lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, dann verpasst ihr auch nicht mehr, was wir machen oder was die Kochjungs machen. Da wird es auch mal ganz spannend. Jo, legen wir los. Wir machen heute einen Drink, super einfach, ganz, ganz schnell. Zuallererst mal kühlen wir unser Glas vor, wenn ihr das nicht gekühlt habt. Eis rein und rühren, genauso wie wir Drinks kalt rühren, rühren wir das Glas kalt. Geht relativ zügig bei dünnen Gläsern. So, reicht auch schon. Zuallererst machen wir hier mal Pink Grapefruit Saft rein von Rauch. Nicht ganz zur Hälfte, ein bisschen weniger. Die Produkte findet ihr alle unten in der Beschreibung. Da schreiben wir auch nochmal rein, wie das Ganze gemacht wird. Das füllen wir jetzt auf mit Tonic Water. Ein bisschen mehr Tonic Water als Grapefruit Saft finde ich immer ganz nice. Die Grapefruit hat ein bisschen, ist etwas herber als das Tonic Water. Zwei Bitterkomponenten. Tonic Water hat ein bisschen Süße mit drin. Das gleicht das so ein bisschen aus. So, das ist jetzt mal die ganz simple Variante des Drinks. Die probieren wir jetzt mal, wie das ist bisher. Man merkt so vom Grapefruitsaft diese herbe Note. Tonic Water kommt durch, macht es ein bisschen süßer, ein bisschen sanfter. Und wenn ihr jetzt so die mega Süßis seid, dann pimpen wir das jetzt noch. Machen wir ein kleines Upgrade. Und zwar mit Monin Vanille. Kleinen Schuss Vanillesirup rein. So ein ordentlicher Löffel. Ordentlicher Barlöffel, so ein bisschen überlaufen, kann nicht schaden. So, das rühren wir einmal. Und jetzt verfeinern wir das noch mit so einem schönen Spritzer Limette. Da nehme ich einfach so einen Lime Wedge, presse das gerade so oben drüber aus. Ich möchte nicht zu viel davon drin haben. Ich mag hier diese spezielle Frische der Limette. Ist einfach ein bisschen anders als Zitrone. Bringt so ein bisschen was Exotisches mit rein. So, und da haben wir das Upgrade. Probieren wir jetzt auch mal kurz, was sich verändert hat. Oh ja. Vanille ganz, ganz deutlich zu spüren. Limette ist sehr, sehr zart. Es ist ein schön ausgewogenes Spiel. Wir machen jetzt noch ein bisschen Dekoration. Und zwar nehmen wir dafür Lime und Grapefruit Wedges. Wedges kennt ihr wahrscheinlich von Limetten. Das sind diese wunderschönen Dinger hier. Das gleiche habe ich jetzt noch aus einer Grapefruit gemacht. Die packen wir jetzt so aufeinander. Machen uns einen schönen Spieß hier rein. Voilà, der kommt dann hier oben drauf. So. Das ist jetzt so ein bisschen schwer zu trinken. Deswegen machen wir hier auf jeden Fall mit Strohhalm. Und voilà, da haben wir ihn. Den Grapefruit Tonic mit Upgrade. Nämlich Vanillesirup und Limettensaft. Ihr wisst Bescheid. Unten findet ihr alles nochmal aufgelistet. Könnt ihr schnell nachlesen. Macht es gerne nach. Sagt uns, wie ihr es findet oder was ihr daraus machen würdet. Wir sind da ganz offen für neue Inspirationen. Tauscht uns gerne mit euch aus. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei der Cocktail Challenge. Feierabend.